Hallo, ich bin heute noch auf Senja und man sieht es auch ein bisschen an meinem roten Gesicht. Also heute ist mal Red Nose Day wieder. Es hat nämlich minus 8 Grad. Es gibt so Winde zwischen 20 und 30 km/h und Böen, die bis 50, 60 gehen. Heute bin ich da an so einem schönen Strand. Das Ziel heute ist, die Leere des Strandes zu füllen. Obwohl kaum was da ist. Es gibt keine spannenden Felsformationen. Es gibt keine markanten, riesigen, spitzen Berge in der Umgebung. Und was auch nicht gibt, ist ein wunderschönes Morgenrot. Es gibt Schnee. Es gibt Sand und der ist in zwei Farben. Also wir haben einen hellen Sand und einen dunkleren Sand. Ich verwende heute einmal wieder das Ultraweitwinkel. Das heißt, von der Brennweite kann man sich vorstellen, das ist zwischen 15 und 24 mm. Ich habe es auf der Fuji und das heißt, da muss man eben den Korrekturfaktor einberechnen von 0,79. Was ich da jetzt mache, ist einmal die Szene gut zu beobachten und mir anzuschauen, was gibt es da. Durch den Wind habe ich natürlich die Schwierigkeit, das Bild scharf zu bekommen. Da muss ich mir einfach selbst ein bisschen in den Wind stellen. Das Zweite, was ich machen kann und auch sollte, ist sehr gut darauf zu achten, was es für spezifische Elemente gibt, die ich in mein Bild einbauen kann. Also ich habe jetzt da natürlich den Schnee, der da verweht wird. Das heißt, mein Bild, das ich dann sehe, wird immer neu gezeichnet. Mein Wunsch ist es allerdings, dass ich so das kombiniere, dass ich mit dem Ultraweitwinkel den Vordergrund gut ausfülle und im Hintergrund soll noch das Meer zu sehen sein und anschließend vielleicht noch die sanfte Bergkette in der Distanz. Also das wäre so der Wunsch, der Plan und jetzt schauen wir mal, ob wir das, was wir da machen können. Also ich habe da jetzt ein Bild gefunden, einen Ausschnitt gefunden, der eben die wunderschöne Szene, den Vordergrund einfängt. Da ist so ein leichter Kontrast zwischen Sand und Schnee, der macht so eine schöne Linie. Und dann in weiterer Folge ist da hinten so eine Bergkette und da rechts noch so eine einsame Insel. Das sind alles die Dinge, die ich jetzt im Bild haben möchte, also wo ich mich bewusst dazu entschieden habe. Die Schwierigkeit beim Ultraweitwinkel ist nämlich, den ganzen Rahmen auszufüllen. Oft sehe ich Ultraweitwinkelbilder, denen einfach das gewisse Etwas fehlt. Der Ausschnitt ist viel zu groß. Das wollen wir aber beim Ultraweitwinkel. Die Kunst dabei ist nur, den ganzen Rahmen zu füllen und auch im vordersten Bildteil was zu positionieren. Thank you.
Schaut mal jetzt. Jetzt hat die Insel gerade Licht bekommen. Das heißt, jetzt da sollte ich mich beeilen und das Bild aufnehmen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können vom heutigen Video und ihr habt das eine oder andere gesehen, was euch gefallen hat. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich, wenn es einen Daumen nach oben gibt und wenn ihr den Kanal abonniert. Wir sehen uns dann nächstes Mal. Bis dann. Bye, bye.